Sie haben für Deutschland Ihr Leben riskiert und jetzt haben Sie einen Befehl verweigert, den Impfbefehl. Warum wollten Sie sich nicht impfen lassen und was hat das jetzt für Konsequenzen für Sie, Ihre Zeit? Ja, ich bin nun seit knapp 12 Jahren Soldat bei der Bundeswehr, war die letzten 6 Jahre davon in einer spezialisierten Einheit mit 2 Auslandseinsätzen in Afghanistan. Und ich bin deutschlandweit, habe die zweithöchste militärische, taktische, sanitätliche Ausbildung und musste mich zwangsläufig auch mit Folgen und Nebenwirkungen von Impfungen beschäftigen, sonst hätte ich keine Rede und Antwort meinen Jungs gegenüber stehen können. Und für mich kam dann irgendwann der Punkt, dass der Druck und auch der Zwang einfach viel zu groß waren und auch meine Bedenken viel zu groß, um guten Gewissens diese Impfung entgegenzunehmen. Und deswegen sitze ich auch heute hier für alle Pflegekräfte, für alle Soldaten, für alle Mediziner, die diese Impfpflicht in den Institutionen, in den Einrichtungen mitmachen mussten und ebenfalls auch solche Zwangsmaßnahmen und Strafen über sich ergehen lassen mussten. Und ja, das beschäftigt mich nach wie vor und bedroht aktuell sogar meine Existenz mit Zahlungen, die mir entgehen von knapp 150.000 bis 200.000 Euro und eine unehrenhafte Entlassung, die nach all dieser Zeit jetzt droht und die mir angedroht wird auch nach wie vor, um mich in diese Impfung zu bringen. Wie gehen Sie derzeit damit um? Das ist ein wahnsinniger Druck, der auf Ihnen lastet. Das ist ein finanzieller Druck. Ich stelle mir vor, das ist auch ein psychischer Druck, der da auf Ihnen lastet. Psychischer Druck allein schon durch die Einsätze, der nicht ganz so einfach zu verkraften war, in denen ich auch viele Tiefschläge hatte, aus die ich mich dann zum Glück selber rausziehen konnte. Aber jetzt so langsam haben wir natürlich auch einen Punkt erreicht, an dem man zu mir sagt, man möchte mich unehrenhaft entlassen und halt mir alle Gelder streichen, die mir eigentlich mein Zivilleben erleichtern sollte oder den Einstieg wieder ins Zivilleben erleichtern sollten oder überhaupt erstmal möglich machen sollten. Und das mir jetzt alles wegnehmen zu wollen, ist, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, als hätte man 12 Jahre nichts getan und möchte jetzt einfach den Mann auch so ein Stück weit kalt stellen und ruhig stellen. Wie fühlt sich das für Sie an? Sie haben das angesprochen, die schwere Zeit. Ich nehme an, Sie sprechen da Ihren Einsatz in Afghanistan an, der mit Sicherheit sehr schwierig war für Sie. Ja. Wie fühlt es sich für Sie an, aufgrund Ihrer persönlichen Entscheidung? Mittlerweile ist beispielsweise die einrichtungsbezogene Impfpflicht ja auch gefallen, nur in der Bundeswehr nicht. Dass das, was Sie dort geleistet haben, Sie haben Ihr Leben riskiert für Deutschland, dass Ihnen dieses Geld, das Ihnen zusteht für diesen Einsatz, jetzt weggenommen werden soll, aufgrund Ihrer persönlichen Entscheidung? Nun ja, das eine ist mein persönliches Leid, was ich dadurch erfahre. Aber es ist nicht so, dass ich ja die Augen verschließe vor den Sachen, die sonst noch in der Bundeswehr passieren. Wir sind in meiner Einheit, und ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir sind überdurchschnittlich fitte und gesunde junge Männer gewesen. Und jetzt habe ich in den letzten Monaten, seitdem diese Impfkampagne auch durchgezogen wurde, halt leider gesehen bei uns, dass alle ausnahmslos 2 bis 3 Mal Corona hatten. Teilweise schwere Verläufe und teilweise auch solche Verläufe, dass man sagt, der Mann, der konnte nicht mehr gehen, das war schon anstrengend für ihn. Und jetzt haben wir die Problematik, dass es bei uns flächendeckend so war. Jeder Einzelne, außer einen, hat es nicht erwischt. Und der sitzt jetzt hier vor Ihnen. Also Sie sind auch da für die anderen. Ja. Für die, die heißt genauso. Die Geimpften haben Corona bekommen und ja. Sie. Und jetzt kann man natürlich denken, ich bin vielleicht der Patient Null, wie in den ganzen Zombie-Apokalypse-Filmen, dass ich irgendwas Besonderes habe. Ich achte sehr auf meine Gesundheit und auf meine Fitness. Und das machen die anderen Jungs von uns aber auch. Und nur seit diesem Vorfall ist da jetzt eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Und das macht mich sehr nachdenklich. Ich meine, ich habe vorher schon Statistiken und auch Studien gelesen und mich damit ja beschäftigt. Aber das jetzt noch mal so zu sehen, ist echt erdrückend. Herr Kissler, ich habe es gerade angesprochen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die läuft Ende des Jahres aus. Was gibt es überhaupt doch für ein Argument, diese in der Bundeswehr aufrechtzuerhalten? Es kann aus meiner Sicht überhaupt kein Argument geben, das irgendwo noch aufrechtzuerhalten. Man hätte auch jetzt schon längst die abschaffen sollen und nicht einfach nur auslaufen lassen auf einem kleinen kalten Verfahrensweg. Ich bin deshalb erschüttert, zum einen, weil wir doch alle denken, glauben, hoffen und eigentlich auch wissen, dass es sich um eine Parlamentsarmee handelt, in der der Bürger in Uniform gefragt ist. Der Bürger in Uniform und ein so schwieriger
schwieriger Entscheid, lasse ich mich impfen, lasse ich nicht, körperliche Integrität wird verletzt. Die sollte, glaube ich, auch dann diesem Bürger in Uniform überlassen werden. Zumal wir ja wissen, dass die Impfung dem Selbstschutz dient. Also er schützt ja zunächst einmal nicht andere. Und zum Zweiten finde ich es eben sehr, sehr erschütternd, dass man aufgrund, wenn man dieses Recht eines mündigen Bürgers sich zu eigen macht, wenn man dann bedroht wird mit einer, wie Sie sagten, unehrenhaften Entlassung. Also ich habe den Fall, wie gesagt, noch nicht gehört. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich auch nicht. Warum? Es kann ja eigentlich nur eine Erklärung geben. Man will ein Exempel statuieren. Mhm. Man will sagen, wir haben hier diese Verordnung, ob die ausläuft, aber nicht, wir wissen es jetzt haben wir sie noch. Und wenn sie bis zum 30.12. gilt und du machst es nicht, dann entlassen wir dich zur Not am 31.12. Also man will ein Exempel statuieren. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil man hat doch sehr viele Bereiche, wo man den Eindruck hat, da wird es mit der Ordnung vielleicht nicht so genau genommen. Und hier, wo man sich jetzt auf einen klaren Verfahrensweg berufen kann, will man ein Exempel statuieren und riskiert vielleicht, einen Menschen zu brechen, wenn es so käme. Also ich kann nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Mir fehlt jedes Verständnis. Lässt die Politik die Soldaten allein? Das geht überhaupt nicht, was ich hier höre. Also, das ist wirklich, ja, da muss man, dem Sie wussten es auch nicht. Da muss man dem, ich wusste das nicht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sind jetzt gar nicht mehr in der Bundeswehr, sondern Sie haben eine Zeit, wo Sie sich jetzt auf Ihren Beruf außerhalb der Bundeswehr vorbereiten. Das heißt, Sie sind auch gar nicht mehr im aktiven Dienst. Genau, der Bundeswehr. Sie studieren. Das möchte ich gerade noch mal dazu sagen. Okay. Ja, ich habe den aktiven Dienst vor 3 Monaten verlassen. Ich bin nicht mal mehr in der Kaserne. Und trotzdem hat man vor 3 Wochen den Befehl wiederholt, mit dem expliziten Zusatz eben dieser existenziellen Bedrohung, dass man mich unehrenhaft entlassen möchte und halt die ganzen Gelder streichen möchte. Und demzufolge natürlich für mich auch das Studium gar nicht finanzierbar wäre, hätte ich nicht diese Gelder. Und damit natürlich auch alles andere nicht mehr bezahlbar wäre, Wohnung etc. Also das kommt noch dazu. Aber ich bin weder in der Kaserne noch sonst irgendwie was. Ihnen ringe ich jetzt das Versprechen ab, dass Sie sich einsetzen? Ich konnte ja dazu sagen, Sie legt mich richtig da auf. Da haben wir ein Wort. Ja, das wird nächste Woche erledigt. Das wird also, nächste Woche erledigt. Ich kann ja sowas machen. Ich werde eine Anfrage richten an die Bundesregierung. Erstens, ich werde den Fall schildern. Und was die Bundesregierung davon hält, dass jemand, der gar nicht mehr in der Bundeswehr ist, sozusagen per Aber Befehl... Aber vielleicht auch für die, die noch sind. Erstmal für die, die ja. nicht mehr... Ja, das ist ja das Gravierende, dass man sagt, dass die einen Befehl kriegen, sich impfen zu lassen, obwohl sie mit der Bundeswehr faktisch nichts mehr zu tun haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich wusste jetzt gar nicht, dass es war aber nicht mein Thema im Gesundheitsausschuss, bin ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass die Bundeswehr auch eine Impfpflicht hatte. Ja, sehen Sie, und da haben wir jetzt Ihr Versprechen. Das geht natürlich, also schwierig. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich vor allem bei Ihnen, Herr Mülle, dass Sie das hier geschildert haben. Ihnen haben wir ein Versprechen abgerungen und da werden wir weiter auch drauf schauen. Ich kriege auch Versprechen, dass nächste Woche was passiert. Ja, super.